Mysterien, Mindfuck und Magie folgt uns in die Zwischenwelt. Wir sind Bernhard Reicher und Rudolf Stark. Und heute geht es um fiktionale Welten und parallele Realitäten. Genau. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wir sind ziemliche Comic-Nerds, Serien, Bücher, Computerspiele, Filme, alles, was irgendwelche Welten sind, in die wir uns verziehen können, die wir erforschen und bereisen können und die wir magisch nutzen können. Genau. Wir sind nämlich auch Magier. Und in diesem Kanal und speziell heute wird es darum gehen, um dieses Zusammenspiel zwischen fiktiven Welten und dieser Realität und wie man das magisch nutzen kann. Wir haben gerade die neueste Serie aus dem Marvel-Universum gesehen, Legion. Legion ist einer der mächtigsten Mutanten überhaupt und kann mit seinem Geist die Realität verbiegen, sich teleportieren, Astralreisen, alles Mögliche. Es scheint nichts zu geben, was er nicht kann. Ja, genau. Also das Ganze spielt im X-Men-Universum von Marvel eben, wie du gesagt hast. Und was mich bei dieser Fernsehserie, also abgesehen davon, dass sie unglaublich packend war, was mich sehr fasziniert hat, war, wie gut dieses Spiel zwischen den Realitäten visuell dargestellt ist. Man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht, wo das alles spielt. Also spielt es in irgendeiner Astralwelt, spielt es in verschiedenen Realitäten, spielt es in einer Traumwelt, spielt es in unterschiedlichen Zeitebenen, ist es überhaupt real? Ja, spielt sich das alles vielleicht nur im Hirn des Protagonisten ab, der im Irrenhaus sitzt? Sowas lieben wir. Genau. Also wir beschäftigen uns damit, wie sich Geschichten auf die Realität auswirken und was überhaupt real ist. Das war eine zentrale Frage eines wichtigen Science-Fiction-Autors, Philip K. Dick, der die Vorlage zu einer anderen Serie geschrieben hat, die uns fasziniert, nämlich The Man in the High Castle. Mhm. Da gibt es einen Protagonisten, den japanischen Handelsminister, der am Ende der ersten Staffel beim Cliffhanger sich hinsetzt, die Augen schließt, die Augen wieder öffnet und er ist in einer vollkommen anderen Welt. Er ist in San Francisco, wo er vorher war, aber in einem ganz anderen San Francisco. Quasi in einer anderen. Die Geschichte ist dort anders verlaufen. Genau. Sozusagen. Und nun ja, das ist genau das, womit wir uns beschäftigen. Das passiert eben nicht nur in Fernsehserien und in Science-Fiction-Romanen, sondern das ist etwas, womit Magier vielleicht nicht jeden Tag zu tun haben, aber doch sehr häufig. Es kann passieren. Diese Dinge passieren im wirklichen Leben. Mhm. Eine meiner eindrücklichsten Erinnerungen an so ein Ereignis war mein alter Biologieprofessor, den ich in der ersten und zweiten Klasse Gymnasium hatte, für die Menschen in Deutschland, das wäre die fünfte und sechste Schulstufe. Professor Voigt, ein Lehrer der alten Schule, streng, aber gerecht. Er hat für Biologie gebrannt, wirklich. Wir haben jeder Biologiestunde entgegengefiebert. Und er hat wirklich Biologie zu einem Erlebnis gemacht. Es war ein Lehrer, der einen prägt. Mhm. Und eine Besonderheit war, dass er in der letzten Stunde jeweils vor den Weihnachtsferien, Semesterferien und Sommerferien eine Geschichte erzählt hat, die er sich ausgedacht hat und aus dem Stegreif erzählt hat. Das war seine Fortsetzungsgeschichte. Es war eine Fortsetzungsgeschichte. Er hat sich das monatelang gemerkt und dann an der Stelle weitergemacht. Und wir haben natürlich mit glühenden Ohren zugehört. Das waren Abenteuergeschichten. Ich weiß nicht, das war Expedition und die sind von der Hängebrücke runtergefallen und dann von Krokodilen gefressen worden. Und dann haben sie den Zugang zu einem geheimen Tempel gefunden, der überwuchert war irgendwo und sind dort rein auf einen fremden Planeten gebeamt worden und alles. Es war sensationell spannend. Glaube ich, ja. Danach haben wir ihn nicht mehr gesehen, also nicht mehr gehabt in der Schule, aber halt noch am Gang gesehen. Und ich habe dann Lehrerwechsel. Ja. Genau, wir waren in einem anderen Zweig dann. Aber ja, in der sechsten Klasse Gymnasium dann, also in der zehnten in Deutschland,
gehen wir in der Früh vom Bus, von der Bushaltestelle zum Gymnasium und sehen, da hängt die schwarze Fahne heraus. Und was ist los und so? Und haben dann erfahren, ja, der Freud ist gestorben. Und wir waren ziemlich schockiert natürlich, weil ich meine, er war jetzt nicht mehr der Jüngste, aber er war bei weitem noch nicht alt. Und es war völlig unerwartet. Und am Ende des Jahres, im Jahrbuch, war dann auch ein Nachruf auf ihn. Ich weiß nicht, das Foto war rechts oben und da ist dann noch drinnen gestanden, dass er sich Zeit seines Lebens für Astrologie interessiert hat. Okay. Und gesagt, ja, das passt zu ihm irgendwie. So, also Sternzeichen, nicht Astronomie. Genau. Mhm. Er war zwar Naturwissenschaftler, aber das hat ihn interessiert und irgendwie hat es einfach sehr gut zu ihm gepasst. Mhm. Und mein bester Freund und ich, wir waren gemeinsam dort auf dem Gymnasium, haben immer wieder nach der Matura auch noch drüber gesprochen und gesagt, ah, das wäre ein Thema, da würden wir gerne mit dem Freund einmal drüber reden und so. Mhm. Jahre später halte ich ein Seminar in Graz und Samstagmorgen kommt eine der Teilnehmerinnen zu mir und sagt, du, ich habe auf deiner Homepage gesehen, du hast auch in Judenburg maturiert, ich auch. Und letztes Wochenende hatten wir Klassentreffen. Und unser alter Klassenvorstand war auch dabei, der Freud, und ist noch total gut drauf. Und so, Moment mal, der Freud, der Biologieprofessor, so, ja, der ist tot. Also, nein, also jetzt vergangenes Wochenende hat er noch gelebt. Na, der ist seit 12 Jahren tot. Moment, reden wir vom selben. Der einfach wirklich Biologie zum Erlebnis gemacht hat. Ja, genau, der. Der immer diese spannenden Geschichten, ja, die Geschichten von ihm, die waren so großartig. Und, nein, das kann nicht sein. Moment, ich weiß was. Der hat sich Zeit seines Lebens für Astrologie interessiert. Ja, das hat er uns aber jetzt erst am Klassentreffen erzählt. Er hat immer ein Geheimnis daraus gemacht. Dass ja, er hat. Der ist Naturwissenschaftler. Nicht. Genau, er durfte nicht hausieren gehen damit. Mhm. Und ich sag, deswegen hat er es Ihnen jetzt erst erzählt, wo er schon längst in Pension ist. Also, das kann nicht sein. Ich weiß das aus seinem Nachruf. Ich habe dieses Jahrbuch natürlich nicht mehr. Ja, klar. Wie das so ist. Aber mein bester Freund kann sich nach wie vor daran erinnern. Mhm. Genauso wie ich. Schwarze Fahne, schockiert. Und dass wir auch darüber gesprochen haben, dass im Nachruf diese Information war, die wir sonst nirgendwoher bekommen haben. Mir war das echt, ehrlich gesagt, einmal zu viel. Ich habe das einmal sacken lassen müssen. Und ein paar Jahre später habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Es war nicht ganz einfach, aber es hat dann geklappt. Und das war heftig. Am Telefon seine Stimme zu hören, zwar deutlich alt, aber bei weitem nicht brüchig und so. Und Ich habe hinterher wirklich gezittert. Also es war auch schwer, was sage ich ihm jetzt am Telefon so? Ja, ich habe gemeint, sie sind tot eigentlich. Ja, so ungefähr. Ich würde mich gerne mit ihnen treffen, sie können sich nicht mehr an mich erinnern, ein ehemaliger Schüler und so. Und ja, gerne. Und worum geht's denn? Naja, Quantenphysik vielleicht, parallele Realität, keine Ahnung, aber ich würde gerne mit ihnen über was reden. Und dann haben wir uns getroffen. Ja. Und ich habe das Gespräch nicht anders beginnen können, als damit so, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber in meiner Erinnerung sind Sie gestorben. Und ich habe ihm dann genau diese Geschichte erzählt. Er hat unglaublich genial reagiert, er hat gesagt, das ist ja kurios. Und so. Und ja, aber haben Sie mich nicht mehr gesehen auf dem Ganzen? Nein, Sie waren dann, also meine zwei letzten Schuljahre, Sie waren nicht mehr vorhanden, Sie waren tot. Bis mir meine Seminarteilnehmerin das sagt, gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr existent sind in dieser Welt. Mhm. Und meinem Freund geht es genauso. Und ja, wir haben dann drüber er hat dann auch noch gefragt, ja, haben Sie andere Erinnerungen, die nicht konsistent sind mit dieser Realität? Und, ich habe das Polizeinotruf. 20 Naja, ich glaube, er wollte wirklich hinterfragen, wie das zustande kommen könnte und so. Und er hat mich am nächsten Tag auch noch angerufen und gesagt, so, also ich muss jetzt noch mal was genauer nachfragen, wie war denn das damals und so. Ich habe mich nämlich informiert, ich habe mir ein Buch gekauft über Quantenphysik und so verschiedene Realitäten und so. Also beeindruckend, total offen und da haben wir uns eben drüber unterhalten. Ich habe ihn auch gefragt, hat es vielleicht zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Gerücht gegeben, dass er krank gewesen wäre und ich hätte es in meiner Erinnerung irgendwie so. Und so na, er war immer gesund und es ist ihm immer gut gegangen. Also
Keine Ahnung. Bis heute ein ungeklärtes Rätsel. Vor allem, ich finde es ja spannend, weil es gibt ja das Phänomen, das sogenannte False Memory Syndrome, dass man einfach sich an Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, anders erinnert, als es tatsächlich passiert ist. Das ist ein Vorgang im Gehirn, wie die Erinnerungen abgespeichert und abgerufen werden. Das ist ein bekanntes Phänomen, dass das passieren kann. Was in eurem Fall ja nicht möglich ist, A, dass ihr da Informationen hattet, die es sonst nicht gab, exakt, aus dem Nachruf, aus dem Scheinbaren. Ja. Und weil, und das ist das, für mich, was für mich immer so spannend ist, wenn du diese Geschichte erzählst, dass dein bester Freund exakt dieselbe Erinnerung hat. Das ist für mich das... Ja. wir wissen bis heute nicht, was wir daraus machen sollen, aber so ist die Geschichte gewesen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind Magier. Wir sind irgendwie darauf trainiert, dass wir mit sowas konfrontiert werden vielleicht. Mhm. Aber das geht noch eine Potenz weiter. Was dir passiert ist, das finde ich bis heute eigentlich beispiellos. Ja, das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Und jetzt muss ich vorausschicken, ich bin seit knapp 10 Jahren Hypnotiseur. Ich habe sehr viel Erfahrung mit außerkörperlichen Erfahrungen, mit Meditationen, mit luziden Träumen. Schamanische Reisen und was man sonst sonstige noch, Rituale. Was man sich sonst noch antut. Das heißt, ich habe mein Bewusstsein relativ gut kartografiert inzwischen. Das heißt, ich kann eben unterscheiden, um welche Art von Trance handelt es sich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf welcher Ebene bin ich ungefähr unterwegs, was ist das? Also ich kann diese Dinge, diese Bewusstseinsphänomene relativ gut einordnen, würde ich mal sagen, für meine Verhältnisse. Das, wo ich vor einem halben Jahr war, ich habe keine Ahnung. Es ist so passiert, ich bin am Abend um 4 in der Früh ungefähr aufgewacht, habe nicht wirklich schlafen können, war recht unrund, bin aufgestanden, zum Computer gegangen, Computer eingeschalten, kurz Facebook, Computer wieder ausgeschalten, wieder rumgewandert, mich wieder ins Bett gelegt, die Augen zugemacht, die Augen aufgemacht und ich war in einer anderen Realität, anders kann ich es nicht nennen. Also physisch in einer anderen Realität. Ja. Also wie dieser Cliffhanger bei The Man in the High Castle, von der Fernsehserie, von der Bernhard vorher gesprochen hat, wo dieser Handelsminister die Augen schließt während der Meditation und die Augen wieder öffnet und physisch in einer anderen Realität steht. Exakt so ist mir das auch passiert, nur habe ich nicht meditiert. Ich habe mich ins Bett gelegt, Augen zu, Augen auf und ich bin in einer anderen Realität mit diesem Körper, mit dieser Wahrnehmung. Aber nicht mit einem Ich-Bewusstsein. Genau. Das finde ich spannend. Ich habe eine Art Amnesie gehabt. Also es hat sich angefühlt, als würde ich aus einem Koma aufwachen. Ich habe die Augen geöffnet, es war alles verschwommen, es haben sich Gestalten über mich drüber gebeugt, ich habe Gemurmel gehört, dann gingen die Augen wieder zu, dann gingen die Augen wieder auf. Und das ging so ein paar Mal. Und ich bin immer mehr zu mir gekommen und das war wie eine Art Geburtsvorgang im Sinn von, ich bin in einer Welt aufgewacht, komplett ohne jegliche Erinnerung, ohne jegliches Wissen, wo ich bin, wer ich bin, was ich hier tun soll, sondern, ich bin quasi auf die Welt gekommen sozusagen. Ich war festgeschnallt auf einer Art Liegestuhl. Das ist dermaßen unheimlich. Ja, es wird ja noch grausiger. Ja. Also ich war festgeschnallt und konnte aber meine Arme bewegen, meine beiden. Und ich habe gemerkt, verdammte Scheiße, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, wer ich bin und was ich hier soll. Also es war jetzt auch nicht bedrohlich in dem Sinn, weil ich hatte ja kein Bezugssystem, dass es anders sein könnte. Ich habe nur gemerkt, irgendwas ist sehr strange. Und ich habe meine Hand genommen und meinen Körper abgetastet und habe da so hinten an meinen Kopf gefasst. Und da ist so ein Kabel in meinem Kopf drinnen gesteckt. Wie bei Matrix. Ja, genau. Wow. Und Gruselige war, es wird noch besser. In dem Moment, wenn ich das Kabel berührt habe, hat sich meine visuelle Wahrnehmung, mein Sichtfeld verzerrt. Wie bei diesen alten Röhrenfernsehern, wenn man die Antenne kurz verrückt hat, so eine Bildstörung. Genau, und dann habe ich fester dran gerüttelt und dann war die Bildstörung stärker und so leicht angetippt und dann war es eine leichte Bildstörung. Ja, diesen Eindruck
den werde ich nicht mehr los. Das war so, also das war realer als alles, was ich hier, das ist jetzt 6 Monate her. Und ich kann mich an dieses Erlebnis intensiver erinnern als an letzte Woche, an die Party letzte Woche oder an, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und um mich herum waren, also ich war in einer Art sehr behelfsmäßig eingerichteter Werkstatt. Es waren Gestalten, Menschen, die sehr beschäftigt waren, irgendwas gemacht haben und die, als sie bemerkt haben, dass ich munter bin und da das war sehr lose, so sehr russisch dran gestöpselt irgendwie. Ja. Als sie das bemerkt haben, haben sie sich auf mich gestürzt und halt, stopp, lass das. Und okay, dann halt nicht. Und ich habe gemerkt, die machen sich wirklich Sorgen um mich. Also das war jetzt, sie machen sich Sorgen um mich und sie hatten Angst vor mir, habe ich dann gemerkt. Und irgendwie habe ich ihnen recht gut versichern können, dass alles okay ist. Ich werde sie jetzt nicht umbringen oder so. Ich bin keine Bedrohung für sie. Und dann haben sie das nochmal irgendwie gecheckt. Und dann haben sie mir mal erklärt, wo ich bin, unter Anführungszeichen. Sie haben mir so eine Art Einführungsvideo für diese Realität vorgespielt. So, hallo! Und das war so wie im Krankenhaus. So oben, links oben, ein kleiner Monitor. Mit einem Orientation-Video. Ja, wirklich so. Okay. Servus. Und es war eine Szene, die am Mond gespielt hat, auf unserem Mond. Auf der Mond war besiedelt. Es haben mehrere hunderttausend Menschen auf dem Mond gelebt. Bergbau betrieben, Archäologie und so weiter. Und dort, da bin ich mir nicht ganz sicher, haben sie entweder etwas aufgeweckt, was dort schon vorhanden war, oder sind dort auf irgendetwas, auf irgendeine Intelligenz gestoßen. Jedenfalls ist diese Intelligenz dort, hat dort ein Massaker angerichtet. Also ist dort mit diesen, es war sehr ähnlich wie in Star Wars, diese AT-AT-Walker, ja. Diese vierbeinigen, sehr ähnliche Kriegsmaschinen sind dort einfach drüber gewalzt und haben dort ein Massaker angerichtet. Und das waren so Bilder wie aus einer Kriegsberichterstattung, also so Fernsehreporter, die halt so live berichtet haben, was da gerade passiert und völlig schockiert und aufgelöst. Und das war so quasi das Einführungsvideo, das ist quasi die Hintergrundstory, das ist passiert, deswegen sind wir jetzt hier, die Erde ist unter Quarantäne. Und beherrscht quasi von dieser Macht, die nicht näher benannt wurde, was es genau ist. Und das war erst der Anfang. Ich werde es kurz machen einmal, weil die Story... Wir werden die ja mal extra erzählen. Ja, ja. Du bist dort monatelang gewesen. Das ist der nächste Punkt. Ich war... mehrere Wochen bis Monate dort. Das kann ich nicht genau einschätzen, weil manche Szenen in einer Art Zeitraffer abgelaufen sind. Also ich habe so die Haupthandlungsstränge quasi miterlebt und die Nebenhand oder da, wo nicht viel passiert ist, wo das hat so wie im Zeitraffer ist durchgespult und ich war in der nächsten Szene und habe die erlebt. Und deswegen kann ich nicht genau sagen, ob ich dort mehrere Wochen oder mehrere Monate war. Es war eine wirklich lange Zeit. Ich bin dort unter anderem angeschossen worden, ich bin mit einer Schusswunde herumgelaufen. Das heißt, ich wage jetzt zu behaupten, ich weiß, wie sich eine Schusswunde anfühlt und wie sich das Delirium anfühlt, indem man dort herumstolpert. Also es war keine geile Erfahrung. Es ist spektakulär, aber nichts, was ich mir unbedingt wünsche. Und du hast dort Comicfiguren getroffen. Das finde ich das Faszinierendste überhaupt. Mhm. Und zwar Mischungen aus dem DC-Universum, aus dem Marvel-Universum. Mhm. Star Wars. Es war keine Comicfiguren im Sinn von, dass sie gezeichnet waren. Es war eine Realität, so real wie diese hier, fotorealistisch. Aber die Figuren, die darin vorgekommen sind, waren mitunter Superhelden. Objekte, Städtenamen und so weiter aus allen möglichen Fantasiewelten, eben dem DC-Universum, dem Marvel-Universum, Star Wars und weiß der Geier, was da nicht alles war. Ich bin auf Alfred gestoßen, den Butler von Batman, der war ein 25-jähriger Latino in diesem Setting. Aber es war Alfred. Ja, ja. Das finde ich faszinierend. Ich habe Barbara Gordon, also die Tochter von Commissioner Gordon, dort angetroffen. Die war dort Polizeichefin für
quasi diese Dystopie, also es war so eine Dystopie, in der diese Macht die Kontrolle über die Menschen ausgeübt hat. Die Menschen wurden unterdrückt und es wurde quasi eine Art Polizeistaat instrumentalisiert, wo Menschen dafür gesorgt haben, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Menschen zu unterdrücken. Und Barbara Gordon war dort sozusagen eine Art, war die Polizeichefin dafür, hat aber für einen Untergrund gearbeitet. Natürlich gab es einen Untergrund, eine Widerstandsbewegung. Und es ist klar, dass du im Widerstand bist. Offensichtlich, ja. Also diese Werkstatt, in der ich aufgewacht bin, hat mit diesem Widerstand zu tun gehabt, die dort wilde Experimente gemacht haben, um zu versuchen, diese dunkle Macht quasi, die Menschheit von dieser dunklen Macht zu befreien. Sehr strange Story. Wie hat sie geändert? Wir haben die Welt gerettet, tatsächlich. Yeah! Ich habe sie fast vernichtet und dann haben wir sie gerettet. Das klingt nach dir. Und dann, es hat tatsächlich dann, in dem Moment, wo die Story vorbei war, ist vor meinem Bild, das hat sich so zusammen, also wie so ein alter Fernseher, wie du den ausschaltest, ist es so zusammengefahren. Ich habe die Augen geöffnet und bin in dieser Realität wieder aufgewacht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in der Realität sind 1,5 bis 2 Stunden vergangen gewesen. Genau. Also keine Ahnung, wie es euch gehen würde dabei, aber ich glaube, ich würde halb wahnsinnig werden. Ich habe Monate gebraucht, um das wieder zu integrieren halbwegs, weil, also ich habe mal Stunden gebraucht, um zu realisieren, wo ich bin, wer ich bin. Das war der Dass Rundurch. Du keine Schusswunde hast? Ja, dass ich Gott sei Dank kein Kabel im Kopf habe. Das war das Erste, was ich überprüft habe. Ja, das glaube ich. Es war wirklich heftig. Ich habe Stunden gebraucht, um wieder mal anzukommen hier, um zu checken, wo bin ich, wer bin ich, was ist hier los. Und also die Erlebnisse, die ich dort hatte, waren nicht angenehm. Also viele davon waren haben mich ziemlich belastet auch. Und das monatelang wieder zu integrieren und um das halbwegs zu verarbeiten, war sehr intensiver, magischer Prozess und Selbstreflexion. Ja, was dann noch gruseliger war, wir haben jetzt die letzten Wochen ein bisschen, sind wir eigentlich erst drauf gekommen, dass dieses Erlebnis ziemlich viele Übereinstimmungen hat mit dem klassischen UFO-Entführungsfällen. Genau. Stellt euch vor, das finde ich nämlich richtig raus. Exakt, was man so kennt. Jemand findet sich plötzlich an einem anderen Ort wieder, wo er liegt oder angeschnallt ist, sich nur eingeschränkt bewegen kann, Gestalten, die sich seiner bewusst werden oder sich um ihn kümmern, sich oft über ihn beugen. Mitunter Experimente machen, medizinische. Genau. Dann haben sie Angst vor einem und verehren einen gleichzeitig in gewisser Weise. Das wird sehr häufig beschrieben bei diesen Erlebnissen. Zeitverlust oder Zeitanomalien. Genau. Das sind ganz wesentliche Elemente von Entführungserlebnissen. Die hat ja schon, das finde ich ja besonders spannend, Jacques Vallée hat sich, der berühmte französische UFO-Forscher, hat sich ja sehr lange mit diesen Phänomenen auseinandergesetzt und hat ja bemerkt, dass zum Beispiel diese UFO-Entführungsphänomene dieselben Elemente aufweisen wie die alten Märchen aus dem Mittelalter, klassische Sagen, Elfenentführungen, oder wie nennen wir das? Elfenmärchen. Der Protagonist sieht irgendwo Lichter, hört Gesänge oder Geräusche, wird davon magisch angezogen und in die Elfenwelt entführt oder gelockt, tritt in Kontakt mit diesen Wesen. Sehr häufig gibt es sexuelle Interaktionen. Und, das war bei mir leider nicht. Oder Gott sei Dank, je nachdem. Wer weiß schon. Genau. Und er kommt wieder zurück und obwohl er 10 Jahre in dieser Welt war, ist bei uns nur ein Tag vergangen. Oder umgekehrt, er war eine Nacht dort und bei uns sind 10 oder 100 Jahre vergangen. Er bringt auch oft etwas zurück, was in unserer Welt nichts wert ist, das Feengold und so. Also diese Elemente hat Jacques Vallée rausgearbeitet, auf eine ganz geniale Weise, wie ich finde. Und ich finde das jetzt so spannend, dass du sozusagen wirklich eine postmoderne Variante davon erlebt hast. Ja, das war für mich auch faszinierend, weil man weiß ja nicht, dass es dieses UFO-Entführungsphänomen gibt. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren, dass es dieses Phänomen einmal gibt, unabhängig davon, was es bedeuten mag. Ob das jetzt
tatsächlich klassische Außerirdische sind, die uns mit dem UFO abholen. Kann ich mir kaum vorstellen, aber was... Was weiß man, ob das irgendwelche eben Entführungen durch irgendwelche Elfenwesen sind, ob das Astralreisen sind, komische, ob das die Begegnung mit dem luminosen, göttlichen... Ob das Zeitreisen sind, ob es geheime Regierungsorganisationen sind, die das machen, ob es irgendwelche Parallelwelten sind, wir wissen es nicht, aber das Phänomen existiert. Und hat eben Überschneidungen. Und das finde ich faszinierend, eben, dass bei vielen Menschen, also was mich so interessiert ist, warum manche Menschen dort diese klassischen Grey Aliens sehen, diese mit den großen Augen, die über sie gebeugt sind. Also fast insektoid wirken. Genau. Und bei mir, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es dasselbe Phänomen ist, nur durch meinen Filter quasi geprägt, dass das bei mir ein Comic-Universum ist mit Superhelden und... Ja, das finde ich spannend. Einer unserer Lieblingsautoren auf dem Gebiet, Jeffrey Kripal, hat sehr zu empfehlen, sein neuestes Buch gemeinsam mit Whitley Strieber geschrieben. Derjenige, dessen Berichte über seine Entführungserlebnisse überhaupt zu diesem klassischen Bild des Grey Aliens geführt haben. Mhm. Und darinnen beschreibt Strieber auch ganz deutlich, dass er weiß oder sich dessen bewusst ist, dass so wie er diese Wesen wahrgenommen hat, geprägt war durch die schlechten Science-Fiction-Filme seiner Kindheit. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht passiert ist. Mhm. Sondern nur die Wahrnehmung des Phänomens wird beeinflusst durch deine kulturellen Prägungen, Erwartungshaltungen etc. Und da du in letzter Zeit so viele Comics gelesen hast, so viele Science-Fiction-Filme gesehen hast auch, wundert es mich auch nicht, dass es durch deinen Filter sich so dargestellt hat. Mhm. Was für mich spannend ist, ist, was bedeutet das jetzt? Wir haben jetzt sehr viel spekuliert, was das alles sein kann, irgendwelche UFO-Entführungen etc. Keine Ahnung. Für mich persönlich ist es so, dass ich davon ausgehe, jetzt einfach nach vielen Monaten Reflexion und der Forschung, was das sein könnte, glaube ich, dass was wir, oder was C.G. Jung, der berühmte Psychologe, das kollektive Unbewusste genannt hat. Was auch immer das sein mag. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Baustelle. Aber für mich ist das der Ort, wo Magier, Künstler, Schriftsteller, kreative Menschen genau diese Ideen herholen. Der Ort, wo die Geschichten entstehen. Der Ort, wo die Geschichten entstehen, die hier zum Beispiel herumstehen, warum wir uns mit genau diesen Geschichten beschäftigen. Und exakt darum wird es in unserem Kanal gehen, wie diese Geschichten und diese Realität sich gegenseitig beeinflussen, möglicherweise. Und wie man das gezielt nutzen kann. Genau. Wir wollen euch Magie auf eine Weise näher bringen, die nachvollziehbar ist und praktisch anwendbar ist. Wir steigen mit diesen Geschichten ein, um euch eine Vorstellung davon zu geben, wohin einen das führen kann. Und wir freuen uns, wenn ihr euch uns anschließt, uns in die Zwischenwelt folgt, wenn ihr uns eure Geschichten erzählt. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, je öfter wir darüber erzählen, umso mehr Menschen kommen auch auf uns zu und sagen, naja, jetzt kann ich es euch ja mal sagen, sonst glaubt es mir ja keiner, aber viel mehr Menschen, als man annehmen würde, haben ähnliche Erlebnisse und wir wollen dazu ermuntern, die zu teilen. Genau. Und wir wollen euch deswegen an einigen unserer Geschichten teilhaben lassen, Dinge, die wir erlebt haben, Dinge, die Freunde, Bekannte, Kollegen von uns erleben. Wir werden Menschen immer wieder einladen auf diesen Kanal und sie interviewen. Das heißt, ihr bekommt hier magische Erlebnisse aus der Innenperspektive. Jenseits von New Age ESO-Scheiße, auch dazu sagen. Weitere Infos zur Sendung findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert ihn, kommentiert, lasst uns ein Like da und seid das nächste Mal wieder dabei. Nächstes Mal geht es nämlich darum, wie man solche verrückten Erlebnisse und Reisen in andere Welten relativ einfach mit technischen Hilfsmitteln herbeirufen kann, möglicherweise.
Bis dahin, habe ich die Ehre. Ciao, macht's gut.